Ich bin auch gern am Anfang zur Schule gegangen. Und ich war wissbegierig und es hätte so weitergehen können. Aber es war nicht so. Wir waren arm, wir hatten eine kleine Wohnung. Ich hatte keinen eigenen Schreibtisch. Looks like Comic. Unmögliche Bildungswege. PISA, Presse, Politik. Eins ist klar, in Deutschland hängt die Frage, welchen Bildungsweg jemand gehen wird, noch immer eng mit der Herkunft zusammen. Der Zugang zu Bildung ist nicht für alle gleich. Trotzdem denken viele, wer es nur will, der schafft es schon. Wenn jemand in der Bildung und an der Bildung scheitert, wird schnell danach gefragt, wer schuld ist. Sind die SchülerInnen zu dumm, zu faul oder unbegabt? Sind die LehrerInnen nicht engagiert genug? Haben sich die Eltern nicht genug gekümmert? Also in der Bildungsforschung spricht man von Bildungsschwellen, die immer wieder überschritten werden müssen. Die erste Bildungsschwelle, da bin ich ja schon gescheitert, da bin ich auf die Hauptschule gekommen, musste dann nochmal drüber springen, bin dann zur Realschule, musste nochmal rüber springen. Dieses Rüberspringen, das habe ich schon eigentlich bei jeder Bildungsschwelle mitbekommen und manchmal auch zweimal. Wir wollen bei der Frage nach der Verantwortung die gesellschaftlichen Zusammenhänge aufzeigen. In dieser Ausstellung geben wir das Wort an diejenigen, die für ihre Bildung kämpfen mussten. Ja, also Schule war wichtig. Ich habe auch nie gefehlt und ich war auch immer zuverlässig. Aber ich war nicht besonders gut. Das hat sich in meinem Studium dann aber umgedreht. Petra, Rogine, André, Philipp, Andreas, Alissa, Julia und Nils. Wir zeigen euch die Wege, die Hindernisse und die Unterstützungsmöglichkeiten, die ihnen begegnet sind. Im Begleitheft zur Ausstellung findet ihr Informationen, wie die Comicgeschichten mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zusammenhängen. Außerdem könnt ihr darin nachlesen, wo ihr euch Hilfe und Unterstützung holen könnt. Ich würde raten, sich mit anderen zusammenzutun, die einen ähnlichen Klassenhintergrund haben. Also für diejenigen, die sich nicht so ganz wohlfühlen in bestimmten Kontexten, akademischen Kontexten oder auch auf dem Gymnasium, verbünden. Looks Like Comic macht Mut, den eigenen Weg zu gehen, Erfahrungen miteinander zu teilen und sich mit dem Thema Bildungsungleichheiten auseinanderzusetzen. Looks Like Comic ist eine Wanderausstellung, die sich in einem Postpaket verschicken lässt. Die 8 Bildungsgeschichten reisen so an verschiedene Orte, vielleicht auch zu dir. www.rosalux.de/looks-like-comics